bisschen Flowrock und ja, sinnvoll ist auf jeden Fall, sich vorher aufzuwärmen. Und wir brauchen jetzt tatsächlich für den Teil direkt keine Knee-Pads. Ich lasse die jetzt einfach mal an, weil ich gerade noch ein anderes Element für Flowrock gemacht habe. Wir üben jetzt die Forward Shoulder Roll und die Backwards Shoulder Roll. Die Rückwärtsrolle über die Schulter abrollen, das haben wir schon ganz oft gemacht, aber die Vorwärtsrolle quasi über die Schulter abrollen noch nicht. Wichtig ist, dass ihr euren Nacken mobilisiert und die Schulter, das habe ich für die Videos, für die Stangen-Transitions schon gemacht, da könnt ihr gerne kurz reinschauen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich versuche dabei zu reden, ja. Ich hoffe, ihr versteht mich und macht es bitte gerne in Ruhe und nicht zu hastig. Ja? So, dann fangen wir erstmal mit der Forward Roll an, Shoulder Roll. Das heißt, weiter hinten, ich setze meine Hand hier auf der Schulter, an der Schulterhöhe auf und lege meinen Arm, den anderen Arm ab, sodass die Handfläche nach oben zeigt. Bin hier. Gehe hoch, hier, und jetzt schiebe ich mein Kinn zum Brustbein, rum, und gehe runter. Das heißt, ich mache auch quasi so einen Halbkreis ein bisschen. Das heißt, ich drehe meine Hüfte. Ich mache es nochmal. Das heißt, hier, hoch, und dann drehe ich, also drehe ich meinen Kopf Richtung Brust, also Kinn zur Brust und meine Hüfte geht rüber und dann runter. Ja, ich mache es nochmal. Einmal vorne vielleicht, dann seht ihr es vielleicht besser noch. Also Schulterhöhe aufsetzen, dass der Arm sollte möglichst angewinkelt sein, die Hand wird aufgelegt. Handfläche zeigt nach oben. Ich bin nicht ganz nah ran, sondern weiter weg. Jetzt drücke ich mich hoch. Ja. Und jetzt schiebe ich mein Kinn zum Brustbein. Gehe rüber und runter. Und von hier aus kann man dann direkt auch die Rückwärts-Schulterrollen machen. Also Backwards-Schulterrollen. Das heißt, ich gehe rum, setze auf und gehe hier. Ja, ich zeige es nochmal von vorne, dann seht ihr es besser. Also bei der Forward Shoulder Roll nehme ich das Kinn zum Brustbein. Das heißt, ich gehe auch durch das Fenster durch. Und bei der Backwards Shoulder Roll kann man quasi sich so merken, dass man durchs Fenster so durch muss. Ja, okay, ich mache nochmal. Einmal die Rückwärtsrolle. Das heißt, ich merke immer die Seite halt. Also wenn ich, man kann natürlich das Bein auf die Seite setzen, wo man hinrollen möchte. Ich mache jetzt mal einen normalen Pike. Das heißt, ich bin hier und setze die Hand auf. Über Kopf. Das heißt, ich gehe rum, hier setze auf, setze ab und roll ab. Und von hier aus kann man dann natürlich, wenn man mag, dann die Kreuzrolle, Schulterrolle machen, dann wieder zurück. Kann auch mit dem Bein aufkommen, wie man gerne mag. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ansonsten gebt mir gerne auch ein Feedback. Ich zeige jetzt nochmal von vorne die Rückwärtsrolle und die Vorwärtsrolle über die Schulter, damit ihr das von vorne nochmal seht. Okay? Gut. Also machen wir erstmal die Rolle nach vorne. Das heißt, ich lege meinen linken Arm ab. Handfläche zeigt nach oben, nicht zu nah am Körper, weiter weg. Dann lege ich meinen Kopf auf die Seite auf, wo mein Arm angewinkelt ist. Schaue aktiv geradeaus oder zu meiner Hand. Ganz wichtig, nicht hier oben, sondern schön Schulterhöhe. Auch in dem Winkel, das heißt nicht zu nah, schön im Winkel sein. So, Beine zusammen. Jetzt drücke ich mich hoch. Und hier, mein Kinn geht jetzt zum Brustbein. Meine Hüfte dreht sich. Das heißt, ich drücke hiermit. Ne? Hiermit kann ich.
Und lege ab. Ja. Ich mache jetzt nochmal die Rolle rückwärts. Das heißt, ich nehme den Arm, winkel ich an und der liegt auf. Das heißt, ich gehe rum und hüpf. Und so. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Tschüss!